Die nächste Speakerin ist erstmal eine sehr geschätzte Schildower Kreiskollegin von mir. Sie ist bekannt durch Aktionen von My Brain, My Choice. Und man kennt sie mittlerweile wirklich, wenn man sich für Drogenpolitik interessiert, aus TV, aus Zeitungen, auch als Sachverständige im Bundestag. Bitte einen ganz großen Applaus für Philine Edbauer. Hallo. Ja, wollt ihr ein bisschen näher kommen? Das wäre cool, wenn ich mehr Leute hier an der Bühne habe. Die anderen nach mir auch. Ja, hallo. So, noch ein paar Leute. Hier weiter vorne. Super. Okay. Und zwar spreche ich heute über Rekriminalisierung. Und Friedrich Merz, Markus Söder wollen Cannabis wieder rekriminalisieren. Was halten wir davon? Wir wollen es nicht. Und fangen wir aber an, mal darüber zu sprechen, warum wir überhaupt hier sind. Warum Menschen illegale Drogen nehmen, obwohl sie illegal sind, obwohl sie verboten sind, warum Menschen sich für Cannabis einsetzen, warum ihr heute hier bei der Demo seid und seit vielen, vielen Jahren auch auf diese Demo geht und euch das Jahr über dafür einsetzt, warum ihr für dieses Gesetz gekämpft habt. Warum sind Menschen für Cannabis aktiv? Wegen Spaß, guter Zeit mit Freunden, Entspannung, den Kopf abschalten, wegen medizinischen Gründen, weil man Schmerzlinderung davon bekommt, was mit anderen Medikamenten nicht funktioniert. Viele schöne Gründe. Tradition, Cannabis ist nun mal da, es ist eine Pflanze, also haltet euch mal raus, es ist eine Pflanze und entspannt. So. Friedrich Merz und Markus Söder finden das aber nicht so gut. Und sie wollen rekriminalisieren. Und das Problem ist, dass wir gerade international Beispiele haben von Rekriminalisierungen in anderen Ländern, wo es Konservativen gelungen ist, drogenpolitische Erfolge wieder zurückzudrehen oder weitgehend zurückzudrehen. In Oregon, in den USA, in Kanada, in British Columbia wurde jenseits von der Cannabis-Legalisierung, die bleibt, aber wurde versucht, von Portugal zu lernen und ein Gesetz umzusetzen, was die Vorteile der Entkriminalisierung für die Menschen dort auch realisieren kann, für alle illegalen Substanzen. Diese beiden Initiativen wurden erst vor kurzem eingeführt und jetzt dieses Jahr wieder zurückgedreht oder weitgehend zurückgedreht. In Thailand wurde Cannabis entkriminalisiert, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, und die letzten Monate hart umkämpft, damit es wieder rekriminalisiert wird. Und es ist fast gelungen. Vor wenigen Tagen haben Aktivistinnen zusammen mit PolitikerInnen in dem Parlament, die vernünftig sind, es geschafft, diese Gegeninitiative zur Rekriminalisierung wieder zu stoppen. Das Problem ist, wir müssen es ernst nehmen, weil in Deutschland haben wir gerade eine ähnliche Situation. Wir haben einen politischen Erfolg errungen, wir haben eine Entkriminalisierung, eine Teillegalisierung von Cannabis, aber wir müssen aus diesen internationalen Beispielen lernen und es ernst nehmen, dass uns das wieder blühen kann, dass es wieder weggenommen wird. So, Markus Söder und Friedrich Merz und Polizeigewerkschaften möchten das umdrehen und sie haben versprochen, wenn sie in die Regierung kommen, CDU, CSU, werden sie das tun. Warum? Was ist da international los? Was müssen wir lernen, damit ihnen das nicht gelingt? Diese Länder haben unterschiedliche Gründe, aber um das hier vorwegzunehmen und klarzustellen. Wenn jetzt gesagt wird, dass die Cannabis-Legalisierung seit 1.4. irgendwie an allen Problemen schuld sei, an sozialen Problemen, an wirtschaftlichen Problemen, irgendwelche Dinge, die gar nicht mit Cannabis zu tun haben, aber in Verbindung gesetzt werden, dann müssen wir da intervenieren. Denn die Cannabis-Legalisierung hat nichts mit dem Anwachsen der organisierten Kriminalität zu tun. Eigentlich leicht und auch was die Expertinnen sagen, aber trotzdem wird es in Verbindung gebracht. So. Die Cannabis-Legalisierung ist auch nicht dafür verantwortlich und Cannabis ist nicht dafür verantwortlich, dass wir einen schlechten Jugendschutz haben.
Und sie ist auch nicht dafür verantwortlich, dass man im öffentlichen Raum mehr Leid sieht von Menschen, mehr Elend. Und sie ist nicht dafür verantwortlich, dass es eine schlechte Wohnungspolitik gibt. Das ist alles nicht die Schuld von Cannabis, aber es wird in Verbindung gebracht. So, und das sind diese Dinge, die sind krud, wie kommt man darauf, wie setzt man ihn in den Zusammenhang, aber das sind diese Dinge, die dazu führen können, dass ein drogenpolitischer Fortschritt wieder eingesagt wird. An die Politik ist das, was man sieht an realen, sozialen, gesundheitlichen Problemen, das kann mit Sozialpolitik und Gesundheitspolitik und Wirtschaftspolitik, das sind alles Probleme, die man damit lösen kann. Also redet euch nicht raus, gebt nicht den Drogen die Schuld. Die Drogen sitzen nicht im Parlament, sondern PolitikerInnen sitzen im Parlament und sie können Lösungen und Handlungsempfehlungen von ExpertInnen umsetzen und dann diese Probleme einfach lösen. Jetzt nicht. Wir müssen es nochmal festhalten, das Verbot, das Drogenverbot, egal wie man es dreht und wendet, ist das Problem. Es ist und bleibt das Problem. Was wir jetzt brauchen, und das wissen alle hier, die hier schon ihr Gesicht zeigen und sich einsetzen, wir brauchen mehr Leute, die jetzt dieses Gesetz verteidigen und die sich nicht einschüchtern lassen von den Polizeigewerkschaften, von PolitikerInnen, von Gegnern, dass so die Leute, die sich bisher schon nicht entschieden haben, ihr Gesicht zu zeigen, weil sie wissen, welche Folgen es haben kann, Stigmatisierung, Jobverlust und so weiter, für immer anders angesehen zu werden, so die werden sich auch jetzt noch zurückhalten und einschüchtern lassen, wenn die CDU, CSU verspricht, dass sie es wieder zurückdreht. Das ist das große Problem und das ist der Erfolg jetzt schon von Merz und Söder und Co., was sie damit haben, dass sie das androhen. Und das andere Problem, was sie schaffen, ist, dass die Cannabis-Legalisierung Fragen aufgeworfen hat. Denn es zeigt, dass wir einen anderen Umgang als Gesellschaft mit einer illegalen Droge schaffen. Und es wirft Fragen auf, ob wir nicht auch dann mit anderen Drogen anders umgehen müssen. Und diese Fragen sind aufgekommen, die kommen in den letzten Monaten mehr auf, aus der Gesellschaft. Man fragt sich, ist die Prohibition der richtige Weg, geht das auch anders? Aber wenn die CDU, CSU immer wieder die Cannabis-Legalisierung ins Gespräch bringen, obwohl keiner eigentlich mehr die politische Debatte, obwohl das eigentlich abgeflaut ist und sie es immer und immer wiederholen, den Fokus auf die Cannabis-Legalisierung zu schieben und sie in Frage zu stellen, dann wird ihnen auch das gelingen, dass sie diese Debatten, die jetzt eigentlich aufkommen, diese Fragen, die sie stellen müssen, dass sie die überschatten. Und das dürfen wir nicht zulassen. Euch brauche ich das nicht sagen, aber Leute, die es zu Hause sehen, die davon mitbekommen, an ihr das weitertragen können, es ist wirklich wichtig, sich jetzt einzusetzen, um dieses Gesetz zu verteidigen. Denn je mehr wir es verteidigen, desto schwieriger ist es für Konservative und Gegner dieses Gesetzes und Polizeigewerkschaften, das Cannabis wieder zu rekriminalisieren und in der Zeit zurückzugehen. Und das Gute ist, bei all den Themen, die uns gerade politisch belasten, die wirklich schwer sind, gerade zu ertragen, Nachrichten öffnen, alltäglich, womit wir klarkommen müssen, es ist anstrengend gerade. Aber Cannabis macht Spaß, es ist eine Frage von Freundschaft, eine gute Zeit, es ist eine Frage von Erleichterung, es ist eine Frage von wirksamer Medizin, es ist eine Frage von Selbstbestimmung. Cannabis ist ein positives Thema. Nee, läuft gut. Es ist ein positives Thema. So, und darauf können wir stolz sein, so können wir es auch nach außen tragen. Genau. Wir bei der My Brahma Choice Initiative machen diese gesellschaftspolitische Aufklärung. Wir lobbyieren gegenüber PolitikerInnen direkten Gespräch über Projekte, auch gegen das Cannabisverbot und gegen die Prohibition im Allgemeinen. Ihr findet auch in uns im Internet unter My Brain, My Choice, könnt ihr uns Social Media finden oder auf unserer Website mehr erfahren. Da stellen wir auch unsere Projekte vor, die gerade laufen und wo jeder mitmachen kann. Und das kollektive Wissen von Leuten, die Ahnung von Kriminalisierung und Stigmatisierung haben, gefragt ist. Und ihr könnt euch drüben am Stand von der Handparade noch ein Heft mitnehmen vom Handparade Magazin. Ich freue mich, dieses Jahr das sechste Mal mindestens dabei zu sein und eingeladen zu sein. Es ist mir eine Ehre, im Magazin den ersten Artikel, dass ich den schreiben durfte.
lest ihn, lest auch die anderen Artikel, holt euch dieses Magazin. Es gibt vielleicht noch ein paar letzte, sondern es ist natürlich auch online. Genau. Und sonst bedanke ich mich bei euch und wünsche uns einen schönen Tag. Vielen Dank. My brain, my choice. Vielen Dank, Philipp Ebbauer. Großen Applaus.